Есть удар по воротам, 1-0. Standards natürlich von Kempe und die erste Riesen. Gut gespielt, ersten Durchgangs ab. Und der Schimmer und gute Abschlussposition. Ja, es ist halt ein Abwehr. Und Konter Ostwestfalen läuft. Pfeiffer mit überragender Zweikampfarbeit. Für ein Rückpass. Манды сейчас атакует Падерборн на Михеля снова. Здесь по нему играет очень хороший рекорд. Ja, schnell ist der schon. Ganz feine Klinge von Akoto, Königsdörfer, stark! Hätte gerne. Final entschieden wird das in Rostock. Das Böllenfalltor schafft die Voraussetzungen. Bei. Pfeiffer, sicher. Isherwood. Haben wenig zugelassen, die beiden Innenverteidiger. Marcel Schuhn, wie gesagt, nur selten ernsthaft geprüft. Da brannte es vor dem Ingol. Die Linien spielen das jetzt mit einer unglaublichen Ruhe. Nächste Möglichkeit. Oh, jetzt geht's aber hin und her. Da sind wir heute gut im Spiel. Tempelmann. Auch gut im Spiel. Das Verständnis mit Köpke, der da nicht entgegenkommt. Pfeiffer gefällt jetzt nichts Schlimmes. Das war dann halt mal clever. Tempelmann. Der Tempelmann hat einen Tempomann. Wahnsinn. Amenino. Pfeiffer. Als Luca Pfeiffer, wobei Schwarz hätte da die Innenverteidigung deshalb nicht verändert, aber muss man dann auch immer im Verhältnis sehen. Gut durchgesteckt. Das Auge für Testro. Pascal Testro rutscht weg. Verlust fast von den Regensburgern, die es jetzt natürlich schon versuchen, sehr extrem durchs Zentrum spielen. Aggressive Борьба, хороший Pass nach Michel, но. Offensive selten flügellastig. Die Schlagzahl erhöht, besser ins Spiel kommt, gefährlicher wird. Das gibt aber möglicherweise und in diesem Fall auf jeden Fall Möglichkeiten für 96. Das ging nicht immer gut bislang in dieser Saison, aber hier und heute ist dieser Plan aber mal. Bravo, na. Pressing ist intensiv, ist ein bisschen erfolgreich. Gut nachgesetzt, Testrot. Der Skake. Pfeiffer, wichtiger Zweikampf, genau das machen die Darmstädter. Das ist interessant, der kleine Bader. Dann Abwehrspieler Pfeiffer. Roland. Ah, ist jetzt ja neidisch. Aber innerlich wird es anders aussehen. Ist das abseits? Nö. Ja, macht er klasse. Macht.
Pfeiffer. Starke Spielverlagerung. Es ist ruhig geworden an diesem Freitagabend zu Darmstadt. Schweigen am Bölle, dass ich sekündlich... Kick. Keiner Zeit, jeder hat Druck. Und Pfeiffer findet Fabian Holland. Pfeiffer dahin. Und gute Nachricht für die Darmstädter Fans. Hansa Rostock führt 1:0 gegen den HSV. Und Pfeiffer kommt für die Lilien. Und Tietz mit der Chance zum 2:0. Röger Flanke, Pfeiffer Beute. Vielleicht hat der zweite Ball. Minute noch. Ja, der ist nicht so. Immer wieder Mehlem, der da Bundesliga. Und das wird der Klassenerhalt reichen. Weil der Etat wird da nicht in astronomische Höhen nach oben. Minute. Und keineswegs temperamentfrei, das kann man ja unterschiedlich nehmen. Zu spät in den Rückspiegel geguckt, da war er wieder da, der Patrick Pfeiffer. Stehend, aber nimmt es relativ gefasst, zumindest äußerlich. 87. seit dem Tor, keine wirkliche Torchance für St. Pauli. Kempe. Und da ist... Ich habe sie gesehen beim 3:2 Heimsieg gegen Heidenheim. Ja, zu Hause. Das hat dann nochmal eine andere Dynamik bei den Darmschaft. Die von Robert Klaus tatsächlich noch ein ganz großer Faktor im Stream. Der Graf Schien. Damorgier. Ehre. Vorgegeben. Guter Ball von Mai. Von Feyenoord Rotterdam. Auch das typisch, immer im Vorwärtsgang. Sebastian Schonlau, aber nach dem Fehler. Peter Cestovaro beispielsweise hat ein Tor geschossen. Karlsruhe hat gegen Darmstadt immer mal wieder. Also da sind noch richtig gute Jungs auf der Bank. Pfeiffer. Guter Ball. Der Hofmann bislang kalt stellt. Bader. Meise. Aufmerksam, was Pfeiffer da macht. Der Innenverteidiger vorne mit dabei, jetzt am Ball. Wusste also, dass die Entscheidung. Super gefährlich. Skarke Richtung Bader. На ближнюю штангу. Пфайфер удар. Поворот. 0 für den SV Darmstadt 98. Von Medic. Danach hatte sich das Ganze ein bisschen beruhigt. Mein Eindruck war, okay, jetzt kommt St. Pauli etwas besser rein in diese Partie.